Ein drohender Handelskrieg erscheint immer unausweichlicher. US-Präsident Joe Biden schraubt nämlich die Zölle gegen Technikprodukte aus China weiter nach oben und das drastisch. Besonders betroffen seien strategisch wichtige Sektoren wie Halbleiter, E-Fahrzeuge und die Solarausrüstung. Die Zölle auf chinesische E-Autos sollen beispielsweise von 25% auf 100% angehoben werden und sich damit vervierfachen. Die Ankündigung werde viele der Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump auch beibehalten, so Wirtschaftsexperten. Allerdings gibt es auch Stimmen, die den Einfluss dieser Strafmaßnahmen auf die chinesische Industrie als eher gering einschätzen. Und das müssen wir einordnen aus unserer Weltwirtschaftsredaktion. Philipp Vetter zu mir ins Studio gekommen. Hallo Philipp, ist das jetzt tatsächlich der Auftakt für eine weitere Eskalation in diesem Handelskrieg USA-China? Naja, man muss sagen, die Chinesen werden das nicht so auf sich sitzen lassen. Also solche Zollerhöhungen sind eigentlich immer auch mit Wechselseitigkeit verbunden. Das heißt, die Chinesen werden ihrerseits auch wieder Zölle erhöhen und das wird den Handelskrieg, die Handelsauseinandersetzung zwischen den USA und China deutlich verschärfen. Aber warum macht Biden ja ausgerechnet jetzt diese Ankündigung? Ist es wirklich wahlkampfbedingt? Naja, also Wahlkampf spielt sicherlich eine Rolle, aber man muss natürlich auch sagen, dass die chinesischen, insbesondere Elektroautohersteller, jetzt auch gerade dabei sind, wirklich zu exportieren. Bislang haben die ihre Fahrzeuge hauptsächlich im Heimatmarkt verkauft. Der Export ist aber jetzt doch rasant gestiegen. Die Biden-Administration begründet diese Zollerhöhung auch damit, dass allein zwischen 2022 und 2023 die Exportrate um 70% gestiegen ist, der Elektrofahrzeuge. Ja, und das betrifft natürlich auch nicht nur die USA, sondern auch nach Europa. Da wollen die Chinesen ihre E-Fahrzeuge auch hinverkaufen. Aber der Unterschied zwischen den USA und Europa ist doch, dass Europa regelrecht überschwemmt wird von den chinesischen E-Fahrzeugen. Die USA bisher nicht so, weil die E-Fahrzeuge in den USA kommen vielleicht an der Ost- und an der Westküste an, aber im großen Mainland nicht. Aber es liegt eben auch an den schon bestehenden Zöllen. Also die USA haben schon relativ hohe Zölle. Deswegen auch die Einschätzung einiger Experten, dass die konkreten Auswirkungen dieser Erhöhung jetzt gar nicht so groß sein werden, weil tatsächlich bislang eben schon mit 25% Zoll, ein hoher Zoll verlangt wird auf Elektrofahrzeuge und dementsprechend ist die Hürde jetzt schon groß nach Europa. Da ist der Zoll deutlich niedriger, da sind die Chinesen schon weiter mit ihren Exporten. Aber was heißt das jetzt? Muss Europa nachziehen? Ja, das ist jetzt die entscheidende Frage, weil da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Sowas wird dann immer zur Wechselseitigkeit führen. Das heißt, wenn Europa, wenn Deutschland die Zölle erhöht, es kann nur auf europäischer Ebene passieren, dann würden vermutlich auch die Chinesen wiederum ihre Zölle auf deutsche Fahrzeuge und auf europäische Fahrzeuge erhöhen. Und China ist einer der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Fahrzeuge. Und wir sind nun mal Exportland, wir wollen unsere Fahrzeuge dort verkaufen. Da kann uns so ein Zoll eigentlich nicht recht sein. Ist deshalb auch die Reaktion von Kanzler Olaf Scholz. Er hat sich bereits geäußert. Diese Einmeldung, die kam ja erst heute Vormittag. So zögerlich, man muss jetzt abwarten. Also so typisch Scholz-Deutsch. Naja, also erstmal muss man sagen, ist es ja ein Erfolg für die Europäer, dass sich diese Tariferhöhungen, diese Zollerhöhungen erstmal nur auf die Chinesen beziehen. Es hätte ja auch sein können, dass man, das wäre ein typischer Trump-Move gewesen, diese Zölle einfach auf alle Fahrzeugimporte erhebt. Jetzt hat man gezielt die Chinesen rausgegriffen. Die US-Regierung sagt auch, man will da fair bleiben. Wer eben fair im Welthandel agiert, der soll auch nur niedrige Zölle zahlen. Wer, wie die US-Regierung behauptet, unfair handelt wie die Chinesen, der soll eben sehr hohe Zölle zahlen. Es ist aber interessant, wir reden jetzt natürlich besonders viel über die E-Autos, aber Halbleiter sind betroffen, Stahl ist betroffen, Solar ist betroffen. Also was zeigt das auch? Ja, es zeigt, dass die Biden-Administration sehr auf diese Zukunftstechnologien setzt. Also Halbleiter ist ein wichtiges Thema, aber auch Rohstoffe, Lithium-Batterien sind nochmal extra mit Zöllen belegt. Elektrofahrzeuge, das sind die Technologien, von denen nicht nur die US-Regierung, sondern eigentlich auch die Bundesregierung annimmt, dass sie die nächsten Jahre die Wirtschaft dominieren werden. Und da will man sich wappnen und will vor allen Dingen den eigenen Markt stärken. Philipp, danke für deine Einordnungen und Erklärungen und natürlich auch nachzulesen auf welt.de deine Analyse. Danke für das Gespräch. Mal gucken, ob die EU nachziehen wird. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.